Willkommen zurück zu Sunstrike 1 in der sowjetischen Kampagne, wo wir uns langsam aber sicher vorarbeiten. So, bitte eindrehen. Also, wir bekamen einen interessanten Tipp und das stimmt schon, diese Bäume müssen weg. Wir hatten die zeitweise stehen gelassen, aus taktischen Gründen, denn eigentlich wollte ich hier rein. Und Moment kurz, ich muss mir kurz orientieren, wo denn, wo ist er denn? Da, da ist der Granatwerfer, ich hätte ihn gern wieder Kurzwahl. Ah, ist aufgeladen, ja, fast, nur fast. So. Wir sollten, wir haben hier das hier nicht weggemacht, die Bäume, weil ich eigentlich hier reinstoßen wollte, aber hier steht so viel in der Flanke, wir müssen da vielleicht jetzt unsere Sichtweite tatsächlich nutzen, um da alles, was dort steht, wegzuhauen. Das geht besser, wenn wir die Bäume dort nicht haben. Boah, dieser satte Sound ist einfach geil. Es macht einfach Spaß, dieses Spiel mit relativ lauten Kopfhörern zu spielen. Komm, Bäumchen weg. So. Also. Ah, der Offizier hier hat nicht die perfekte Erfahrung. Aber es sollte trotzdem reichen. Oh, noch einen Meter tauchen. Das trauen wir uns noch. Okay. Das wird wirklich nichts. Na, dann wollen wir doch mal hier weiter vor. Dann gucken wir mal. Da. Der Feind hat uns jetzt auch gesehen. So, komm zurück, stopp. Ah, den kriegen wir nicht gerettet. Schade. Aber hier. Muss echt aufpassen, richtig aufpassen hier. So, auch ein 500er. Ist die Frage, lassen wir die jetzt noch trainieren? Hier haben wir unsere rückwärtige Sicherung, die eigentlich nicht der Rede wert ist. Wir haben hier einen Offizier drin. Und hier normalen Schützen. So, wir tauschen das jetzt um. Hier der Offizier. Der ist doch auch ein Tausender, genau. Haben wir hier sonst noch Offiziere? Nee. Gut. Aber diese zwei hier, die schnappen wir jetzt mal kurz mit dem Transporter. Und hier haben wir geräumt, genau. Da hatten wir die Truppen abgezogen, um hier den Einbruch der Deutschen zu stoppen. So, dann fahren wir mal hier an die Front und bringen Licht ins Dunkel. Also, ich hätte gerne jetzt hier ein bisschen Feuer drauf. Mal eine ganze Munitionsladung. Komm. Aha, weiter. So. Also. Scharfschütze steht hier bereit. Der Offizier steht auch bereit. Wir haben hier unsere Panzer. Die sind größtenteils auch noch fit. Also, da ist jemand, logischerweise. Da braucht man ja nicht viel Fantasie für. Wir haben was getroffen. Ja, wir haben noch. Was wollte... Nein! Jetzt haben die tatsächlich... Doch, der Scharfschütze lebt noch. Oh, ich habe schon Angst bekommen. Den Scharfschützen brauchen wir. So. Dann bringen wir mal die schweren Jungs vor. So. Das sind die guten Offiziere. Also die richtig guten. Da brauchen wir rechts einen. Und einen auch hier. So.
So, der Offizier kommt hinten dran. War nochmal einen Meter vor. Habe ich auch das Spieltempo auf normal? Ja, okay. Hat sich gerade so schnell angefühlt. Oh, das Gebäude, die Gebäude stören mich da beide. So wollen wir das nicht. Nur ein zerstörtes Gebäude ist ein gutes Gebäude im Kontext des Spiels. So. Jawohl. Genauso wollten wir das, auch wenn das jetzt natürlich den Mann gekostet hat. Nicht gut, nicht gut. So, komm her. Wollen wir doch jetzt mal ein bisschen... Jetzt wollen wir ein bisschen gucken. So, fahr mal vor. Zurück, 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 zurück. Noch mehr zurück. Fahr mal zurück. Jetzt du zurück. So. Das sehen wir also. Und da stehen Feinde. Okay, merken wir uns das? Wir haben vielleicht jetzt doch den... Also, hier drauf. So. Diese Linie. Und da war nördlich noch ein Panzer, den wir jetzt gepult haben, wie es so schön heißt im Gamer-Jargon. Ich hoffe, das war es wert. Also, der Offizier hier, der Normale, lebt noch. Der Gute ist von uns gegangen. Ist blöd. Oh. So, der wird schön repariert. Hier sieht's sehr mau aus. Wir haben den Ort hier noch besetzt. Aber warum eigentlich? Egal. Hier haben wir auch noch drei Schützen. Wir pfeifen wirklich aus dem letzten Loch. Wie war das? Wir kriegen nochmal Verstärkung, wenn wir diesen Ort hier haben. Und die brauchen wir auch. Ich glaube, für diesen Ort reicht es, was wir haben. Aber sonst wird's... Ja, lustig. Also komm. Also, ein LKW können wir noch opfern. Was heißt opfern? Ein LKW darf noch... Stopp. Doch, doch, der soll. Ja, die reparieren da und soll mal den hier, priorisiert den hier helfen. Was fährt der da zusammen? Was fährt da unser Versorger zusammen? Ey, das triggert mich tatsächlich ein bisschen. Das Ding steht noch. Okay. Hier die ganze Munition drauf. Hier. So, und das haben wir jetzt auch im Blick, das da. Geh. So, du bleibst bei denen. Du darfst nur dem hier helfen. Komm, mach den weg. Gut. Also. Machen wir ein bisschen offensives Scouting mit dem T-34. Okay, der Gegner hat noch. Wo sieht er uns? Wahrscheinlich hier. So, mach das Gebäude weg. Dann nochmal hier im Kreis fahren. Probieren wir mal, ob wir nochmal beschossen werden. Also hier hinten. Ja, hier war jemand drin. Denn jetzt kommt das Feuer nicht. Okay. Also. Dann wagen wir uns mal vor. So, und dann schicken wir den jetzt doch so rum. Offizier hinterher. Rentrist hinterher. Geschütz hinterher. Das Geschütz kann auch mal hier hinziehen. Und hier müssen wir jetzt auch kurz gucken. Ja, da hätte ich gerne erstmal einen normalen, der da guckt. Uiuiui.
Ja, klar, wir haben jetzt hier... Komm zurück. Lass dich nicht provozieren. Hol lieber den. Und wir holen jetzt mal hier einen Nachschub. Anfordern per Luft. Jetzt brauchen wir das. So, ein T-34 her. So, der T-70 ist besser geeignet für welche... Stopp. Also, erst hier bereitstehen. Wir müssen jetzt den Mörser bereit machen für den nächsten Angriff. Das bedeutet, erstmal du hier. Stopp. Wir müssen warten, bis das Flugzeug kommt. Da kommt's. Sehr schön. Denn wir haben jetzt Munitionsnachschubmangel. So. Sehr schön. Und damit können wir unseren Versorger hier einen großen Gefallen tun. Laden wir den schnell auf. So, das reicht für den Moment. Gleich mal hier. So. Umdrehen. Umdrehen. Definitiv umdrehen. So. Jetzt kann der Mörser nämlich wirken. Und der Panzer hier kann seine Runde fahren. Der T-70. Okay. Mine oder Geschütz? Also. Aber wir können jetzt hier einsehen, das nutzen wir eben so. Komm, drehen. So. Komm. Ja, da war noch jemand drin. Perfekt. So, Scharfschütze, bitte nachrücken. Ah, es ist ja fummelige Kleinarbeit. So. Bäumchen weg. Und wieder in Bereitschaft stehen. So, dieses Gebäude könnte auch mal ein bisschen Einäscherung vertragen. Jetzt haben wir es fast, Leute. Wir sind fast durch. Ja gut. Ich glaube, wir können uns hier jetzt auch weiter vorwagen. Probier mal, ob das hier geht. Nein. Bleib hier. Und fährst du? Hier. So. Minen. Definitiv. Nein, nicht Minen. Ah. Ja, das ist der Preis, den wir jetzt bezahlen. Für diese Blödheit. Schade. Können wir den retten? Sitzt halt. Komm. Das könnte klappen. So, hier ist ein russischer Offizier. Da kommt er bitte mit. So, und dann hier wieder der darüber. Ja, die haben uns aus dem Gebäude raus beschossen, so wie es aussieht. Das wird natürlich schwierig, den zu reparieren, aber das klappt. Also. Das Gebäude ist zerstört. Das ist alles zerstört. Das hier nicht. Ah, kriegen wir den gerettet? Ja. Aber wir müssen jetzt geduldig sein. Das ist jetzt das Ding. Nochmal. Komm. Jetzt haben wir gleich keine Mörsergranaten mehr.
Oh, immerhin. Okay. Weiter. Versuchen wir mal durchzubrechen. Okay, wir werden hier nicht angegriffen. Immer noch nicht. So, dann zerstören wir die Gebäude eben jetzt einzeln so. Da ist bestimmt jemand drin. Das wäre zu einfach sonst. Also, du fängst auch hier. Nee, ohne Stürmen, mit hinfahren. Und der dritte kommt da auch durch. Ah! Nein! Wo? Da! Komm, eintreffen! Nein! Ah. Ah, okay. So. Komm, reparier den. Das klappt doch, das wird doch wohl klappen. Also, hier steht... Es hilft dir nichts. Wir müssen erst hier. Komm. Komm hier hin. Hilf dem. Oh, was machst du da? Komm. Ach, okay, er muss, hat das wirklich hier aufgebraucht. So. Also. Scharfschütze kommen hierher. Offizier kommen auch mit. Und dann... Schwere Jungs kommt auch hier hin. Also gut, jetzt hilf hier. Der Panzer lebt noch. Wir wollen den retten. Das kriegen wir hin. Weiß, das ist jetzt alles so ein bisschen fummelig, aber was will man machen? Was man nicht alles für den Sieg tut. Schnell aufladen, 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 aufladen. Maximal aufladen. So, jetzt den Rest holen. Also, jetzt können wir hier... Das hier alles... Einfach blind weghauen. Mhm. Hopp. Können doch wenigstens mal diesen einen Ort hier haben. Wäre echt wundervoll. Also, sehr schön. Und jetzt hilf dem. In KV1. So, der Scharfschütze kommt hier hin. Alles schön ausfächern. Kommt, komm hier hin. Wir wollen da... Na, das Ding steht da noch. Das gibt's doch nicht. Jetzt müsste es aber Geschichte sein. Nein, es ist nicht Geschichte, aber jetzt ist kein Problem. So, stopp. Feuer. Ah. So, kurz Feuerverbot dafür. Das ist jetzt ein Fall für den Scharfschützen. Denn hier können wir neue Granatwerfer akquirieren und das sollten wir auch. Jawohl. Jetzt. Darf das Ding hier weiterfeuern. Hoffentlich nicht aus Versehen jetzt die Granatwerfer noch zerstören, aber wir gehen dieses Risiko jetzt ein. Nun gut. Vormarschieren. Und ihr hier hinterher. Sehr gut.
Jetzt zeigen die sich. Ja. Jetzt kommt natürlich wieder von woanders die ganzen Kobolde her. Ja, da kommen sie jetzt alle, da kommen sie jetzt alle. So, dieses Gebäude muss hier noch weg. Mach das Gebäude weg. Den können wir nicht mehr retten. So. Diese Ruinen gehören jetzt uns. Oh je, oh je, oh je. Also, wir haben den ersten Ort im Osten eingenommen. Die Verluste sind substanziell. Aber das wird schon. In diesem Sinne, bis denne.